eitel sind die Frauen, fast jedem ihre gefällt. Sie sind vom Manne abgesehen das Schönste auf der Welt. Besonders so ein Bräutchen, was kann wohl süßer sein? Doch wenn man sie geheiratet hat, dann fällt man manchmal rein. Und lieblich ist so ein junges Weibchen auf dem Schoß, hast du dein Turteltäubchen. Jedoch das Glück, das Große, hält ein Jahr allenfalls. Erst hast du auf dem Schoß, dann hast du auf dem Hals. Liebe Kraftbierfreunde, ich begrüße euch zur nächsten Folge. Die ist allerdings nicht jugendfrei. Müssen also die Leute unter 18 müssen jetzt leider ausschalten oder die Stop-Taste drücken. Ich zeige euch mal was. Ja, also ich bin heute Morgen aufgewacht und dann hatte ich Brüste. Wie kann das sein? Ne? Wie kann sowas passieren? Und dann ist mir eingefallen, ich hatte gestern Abend ein Bier getrunken. Und zwar, das ist hier die Horny Betty aus dem Brauhaus Gusswerk aus Österreich, Salzburger Gegend. Dunkles Starkbier. Und in diesem Horny Betty, da gibt es Epimodium grandiflorum. Ein geiles Ziegenkraut heißt es. Und es wird in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Also dieses Bier habe ich gestern getrunken. Ich lese mal vor aus der Wikipedia. Epimedium-Arten werden in der traditionellen chinesischen Medizin als Heilmittel verwendet. Besonders bei Rheumatismus sowie Bluthochdruck bei Frauen in der Menopause. Aufgrund des Inhaltsstoffes Icarin werden einige Epimedium-Arten eben in der chinesischen Volksmedizin verwendet. Die medizinischen Wirkungen von Icarin werden von mehreren Arbeitsgruppen untersucht. Versuche mit Icarin an Ratten zeigen, dass es neurotrophische Effekte verursacht und einen Einfluss auf die Erektion des Rattenpenis besitzt. Diese Versuche führen dazu, diese Stimulanzwirkung auch bei Menschen zu vermuten. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, Epimedium-Arten für den Menschen als stimulierendes Mittel einzusetzen, denn es gibt noch keine Gefahrenabschätzung. Dagegen wird ausdrücklich davor gewarnt, Getränke oder Nahrungsmittel Epimedium auszügen während der Schwangerschaft und der Stillzeit zu verwenden. Tja, so viel dazu. Ne? Also Rattenpenis weiß ich nicht. Also bei mir hat es hier oben angeschlagen, nicht? Dieses Epimedium grandiflorum. Vielleicht ein Hinweis für Frauen, biertrinkende Frauen, die das jetzt gerne ausprobieren wollen, ne? Die ersparen sich vielleicht die Silikonbehandlung, die Silikonoperation, ne? Das ist denkbar, aber vielleicht hat es da ja wieder einen anderen Effekt, ne? Also, auf was will ich raus, ne? Epimedium im Bier zu verwenden ist natürlich ein schwerwiegender Verstoß gegen das deutsche Reinheitsgebot. Und man kann eben daran erkennen, dass wenn man sich nicht an das deutsche Reinheitsgebot hält, dann kann es eben zu solchen Auswüchsen kommen. Ne? Ja? Und um das zu verhindern, müssen wir eben doch vielleicht überlegen, zurückzukehren zum deutschen Reinheitsgebot. Tja, soll ich jetzt ewig so rumlaufen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe natürlich eine E-Mail geschrieben an das Gusswerk, an die Brauer, was mir da passiert ist über Nacht. Und die haben mir dann empfohlen, ich soll mal dieses Bier hier probieren, als Antidot, als Gegenwirkung. Das ist dieses Nicobar. Nicobar IPA. Das ist ja sicherlich so ein von Piraten angehauchte Namen, Assoziationen kommen da hoch, ne? Und Piraten. Also männliche Piraten haben natürlich definitiv keine Früste. Und wenn ich das Bier jetzt trinke, dann ist dieser Spuk hier wieder vorbei. Ne? Davon gehe ich jetzt mal aus. Und ich freue mich also mit euch gemeinsam auf ein wunderbares Bierjahr 2014, mit oder ohne Brüste, wachsende Brüste. Das ist ein sehr dunkles IPA, meine Güte. Ja, schöner, dicker. Schaum, Brüste ade, bis zum nächsten Mal, liebe Kraftbierfreunde.
Was ich noch vergessen habe, zum Horny Betty zu sagen, also wie gesagt, vom Brauhaus Gußwerk aus Österreich, Salzburg. Das ist ein sehr ein renommiertes Bier oder ein preisträchtiges Bier. Das ist österreichischer Staatsmeister dreifach. Und zwar 2013 hat es den ersten Platz bekommen, 2011 den zweiten Platz und 2010 den ersten Platz. Also ich fand das Bier ganz hervorragend, die Horny Betty. Das war also ein ganz super Geschmack. Es ist ein ziemlich süßes Bier allerdings, muss man mögen. Hat sehr viel Alkohol, und zwar 9,2%, die man aber nicht unangenehm rausschmeckt. Also ich kann das Bier nur empfehlen und davon will ich auch noch ein paar Stückchen in meinen Keller legen und biete die auch zum Verkauf an. Ciao!